So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Oras Wi-Fi Battle, natürlich live, wie immer. Und heute sind wir nicht alleine, wir haben einen Special Guest dabei und er kann sich selber mal vorstellen. Hallo, das Dimitri. Nein, nicht Victor, ein. Victor. Victor. Der Mifi hier, hi. Mifi der Russe, sollte euch allen Begriff sein und ich dachte mir, ganz ja komm, genau. Nehmen wir mal, genau. Also Mifi Dimitri. Ja, ich habe ihn gerade bestochen, dass er endlich mal was mit aufnehmen. Und, was machst du so mit dem Geld? Meine erste Frage an dich. Pokémon-Züchter bezahlen, die mir meine Viecher züchten. Nee, keine Ahnung. Das ist eine gute Investition, würde ich mal sagen. Ja, aber normalerweise mache ich das doch selber. Jetzt hast du endlich Angestellte dafür. Wladimir. Ah, ja. Die Russenmafia, du musst die Russenmafia. Oh Gott. Okay. Mein Team ist jetzt einfach die Russenmafia. Okay, die Russenmafia, okay. Stelle dich der Russenmafia. Ja, und wir sind die Mexikaner, die scheiß Mexikaner. Wir betteln uns hier gerade um den Strich da in Nürnberg. Und den betteln wir uns gerade. Oh, was wir schon für Geschichten erfinden. Also, ich sehe jetzt schon vor meinem inneren Auge einen Ludicolo bei dir im Team. Nein. Also, ich habe Glück gehabt, oder? Ich habe dabei einen Stalobor, einen Diggersby, einen Tobots, einen Parasek, einen Turtok und einen Golbat. Schauen wir mal, was er dabei hat. Oha. Mein Golbat ist sogar Level 45. Ich hoffe, das wird hochgestuft. Hoffe ich. Ja, bitte. Bei 50er Matches schon. Sehr gut. Und er hat dabei ein Ditto, sehr cool. Ja. Ein Ditto. Ein Lethaking. Ja. Ein Koffer Grigas aus der 5. Gen. Das war ja damals viel stärker, ne? Ja, es war vor allem nützlicher. Das Gute ist, ich kann ihn die ganze Zeit ausfragen, was in der 5. Gen so gut war, weil er spielt schon seit der 5. Gen. Seit der 4. sogar schon. Und Hundemon, du gibst Mega Hundemon. Oh, du gibst Hundemon eine Chance. Das ist sehr süß von dir. Und du hast sogar kein einziges OU dabei. Da fühle ich mich schon richtig wie so ein richtiger Tryharder. Ist nicht mal Gastrodon OU oder ist das nur Yu-Gi-Oh? Nee, das ist glaube ich sogar nur IU. Koffer Grigas ist auch IU. Oh, das war früher so gut immer. Mhm. Es ist auch immer noch gut. Ich weiß, es ist halt blöd wegen Mega Bisaflor, landet es wahrscheinlich im OU ja, wegen diesem Seppel Royal Spam. Von ja, dem, möglich. Da haben wir uns ja vor uns auch schon drüber unterhalten. Mhm. Du willst mir doch bestimmt sagen, mit was du leadest. mit einem von den Sechsen. Dieser Tipp, danke. Ich habe das Match schon so gut wie gewonnen, Jungs. Oh ja. So, ich glaube, ich leade mal damit. Jetzt sollte ich ganz gute Chancen haben. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück und auf einen guten Kampf. Ja, dir auch. Verbindungsaufbau. Okay, die Musik habe ich noch nie gehört und es ist die... Das hört sich an wie diese Team Aqua Rüpelmusik. Also nicht die Bossmusik, sondern diese Rüpelmusik. Aha. Stück 9 hast du genommen, ne? Genau, ja. Ich habe, glaube ich, sogar nicht... Stück 9 müsste eigentlich Champion sein. Oder Champion, keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's ja nicht gemerkt. Ah, ich habe eigentlich mit den... Ah, das ist gar nicht mal so schlecht für mich. Der Dachbewohner, hi. Der Dachbewohner, ja. Hm. So, Wladimir, jetzt wirst du meine dunkle Rache spüren. Ja, kacke. Machen wir's mal so. Ich bin gespannt. Ja. Ah, du bleibst drin, okay. Ja, Ich dachte mir schon, dass du prediktest, dass ich in den Alpha-Hasen gehe. Ich hätte eigentlich eher mit Excadrill statt mit Diggersby gerechnet, aber... Stimmt. Jetzt kommt einer von beiden. Ah ja, ich hoffe, es hat geklappt. Bitte. Ja, hat es. Gut. Oh, gut. Gut, ein Stein fällt mir von Herzen. Aber ich bin in Klemnitz gefangen, das gefällt mir nicht so gut. Mir schon. Ah. Oh. I should have known it. Du weißt schon, dass das Ding Gigasauger kann, ne? Ja. Gut. Aber ich kann auch ruckzucki. Aber du bleibst drin. Ja. Es tut jetzt auch ein bisschen weh. Oh, Diggersby. Ach, kacke. Ist der Alphase. Hast du mit 50% gehofft, oder? Ja, es ist ein bisschen kacke, dass es jetzt noch über 50 ist. Uncool. Ach so, aber immer noch über 50, also so mit Max, ne? Mhm. So. Mal gucken. Es ist aber schön, ein Wi-Fi-Battle zu haben, wo man gerade sein Diggersby sieht und es hat gerade ein Pokémon getötet. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Was ist eigentlich dein Lieblings-Pokémon? Raikou. Mein Lieblings-Pokémon. Knappes Match zwischen dreien. Raikou. Ich glaube, Raikou ist, also laut deinem Profilbild würde ich mal Raikou schätzen.
Tatsächlich nicht. Raikou ist irgendwo weiter hinten, eigentlich. Aber, okay. Allen voran ist, glaube ich, Nachtara ganz vorne. Mhm. Und gefolgt von Gardevoir und Xerox. Okay, ja. Alle drei ganz cool. Mhm. Da denkt danach. Ja. Ah, ich weiß, das ist Ditto. Ja, das habe ich mit meinen Gedankenleserkräften. Verdammt, Ditto, das ist Wladimir Ditto. Mhm. Oh Gott, dieser Kampf. Degaspi gegen Degaspi. Mein Herz. Ja. Wie kannst du mir das antun? Ich kann halt. Ah, ich sehe da gerade etwas, was mir gefällt. Ja, ich weiß, das ist nicht so geil. Das ist nicht so cool. Du setzt mich damit sehr unter Druck. Ach Quatsch. Aber das ist jetzt eine blöde Situation. Ja, durchaus. Vor allem, ich kann auch mein Degaspi nicht sterben lassen. Das ist unmenschlich. Nee, du kannst vor allem dein eigenes Degaspi nicht töten. Ja, ich kann beides nicht zulassen. Wie kannst du mir das antun, diese Situation? Ich liebe Ditto dafür. Töte dich oder du wirst getötet. Mhm. Doppelgänger Ditto ist so awesome. Ah, ich glaube, ich kann auf dich verzichten. Schau mal. Nein! Kannst du nicht. Nein, machen. Spaß würde ich niemals machen. Ich meine natürlich nicht Degaspi. Ich nehme irgendein anderes random Pokémon, das niemand interessiert. Bubblebee. Küss mich. Ah, sehr gut. Genau, oh, damit habe ich gerechnet. Jetzt geh auf Return. Ah, sehr gut, okay. Ah, die Return hat wahrscheinlich. Oh, das. Oh, wow. Alter, aber what? What? Okay. Bulky Talk. Schön, dich im Team zu haben. Das gefällt mir. Bulky Talk, du bist mein Held. Die Füg. Ja, jetzt. Ungeile Situation. Ja. Schau, ob ich das gut predicted habe oder ob es geklappt wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich. Der Name sagt mir jetzt schon mal nichts und ich hab's predicted gut. Ach, jetzt kommt Parasek. Ja, der Albtraum. Er war mein Albtraum. Ich habe damals im Blattgrün meinen Totok auf Level 100 in der Azuria-Höhle trainiert, ne? Da gab's halt Parasek auf Level 60 und ich hab geweint. Starres Spor, ich werde dich nie vergessen. es war böse. Ich weine jede Nacht noch deswegen. Also, meine Situation ist gar nicht mal schlecht. Ich habe Degaspi nicht sterben lassen. Und ich habe den Albtraum höchstpersönlich draußen. Schau mal, es hat nicht mal Augen. Glaube ich jedenfalls. Also, jedenfalls keine Pupillen. Das stimmt. Wenn er jetzt in Ditto geht? Ja, das dachte ich mir schon. Das hätte ich predikten können. Habe ich aber nicht. Was kommt jetzt? Kommt jetzt die Pilzspore oder Spürst, die Namen? Du kennst meine Pilzspore. Okay. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Hex. Hex. Das hat einfach irgendwas mit Hex zu tun. Das Blöde ist, du kennst mein komplettes Moveset. Ist nicht so praktisch. Jetzt schon. Ja, das meine ich ja. Jetzt kennst du mein komplettes Moveset. Das ist nicht so praktisch. Du wolltest mich rausscannen. Ja, jetzt weiß er, dass ich keine Pflanzenattacke drauf habe. Sehr gut, sehr gut. Mein dunkler Plan ist nicht aufgegangen. Ja, dann. Schauen wir mal. Ich schau mir gerade unsere Statistiken an. Linkkäfer habe ich 55. Und verdammt, kurz davor habe ich deins nicht gesehen. Ah, Schutzschild. Ich habe, glaube ich, 28. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Aha! 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 Ah, schöne Shiny. Habe ich noch nicht gesehen. Ich mag Pilzspore persönlich gar nicht an sich als Attacke, aber ich dachte mir schon, dass du rausgehen musst, da ich ja Dittos meistens gescarft sehe, beziehungsweise es einfach so ist. Nein! Und warum solltest du. Nein! Wie kommst du da drauf? Und warum solltest du dann in dein Schutzschild? Das meinte ich. Deswegen, wieso solltest du deine Schutzkill gehen und dich locken, wenn du weißt, dass du nichts machen kannst? Da dachte ich mir schon, dass du rausgehst. Naja, ich wollte halt eigentlich scouten, weil ich dachte, es kommt, ein Wechsel wahrscheinlich, oder? Ja, Wobei, Schutzschild. Wenn ich den Wechsel predicted hätte, hätte ich auch nicht scouten müssen. Ah, was ich mache, ob ich eventuell nochmal auf die Attacke safe bleibe und so. Okay, ja, kann ich verstehen, natürlich. Kann ich nachvollziehen.
Aber ich wollte dann halt auch nicht so offen, falls du doch drinnen bleibst und nicht wechselst, einfach das Ditto der Kreuzschere aussetzen lassen. Na klar, verstehe ich. Ditto ist Defense, ich weiß gar nicht, die Werte von Ditto, ich glaube, die sind alle unterdurchschnittlich. Ja, die Werte sind ja egal, die KP sind ja das, was wichtig ist. Mhm, die KP sind ja das Einzige, was übernommen wird. Ja. Na, gucken wir mal. Ja, okay. Der Dachbewohner. Hallo, Dachbewohner. Okay. Aha, aha. Ein Willowis, Bleiteile, alles hätte möglich sein können. Ja. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt oder so. Oder so in der Art. Was machst du jetzt? Da fehlt mir eine Attacke. Ah, du bleibst drin. Ah, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass du eventuell in deinen Gilventula gehst, damit du, indem du genau das prediktest, aber du warst auf. Oh, Colin Mainz! Ja. Ii, du Schlingel. Das ist doch kacke. Ich rechne immer nicht mit Defog. Mhm. Ich habe ja so gesehen, klar, okay, Turtok und Excadrill, zwei Spinner, gut, muss ich nur aufpassen. Stimmt, ich habe drei potenzielle Spinner im Team, ne? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schauen wir mal. Ich merke sogar, dass du ein bisschen immer länger überlegst bei deinen Zügen. Ja. Ist natürlich gerade, wenn ich nicht so sicher bin, was die beste Option ist. Mhm, na klar. Sehe ich auch immer weniger. Ich zum Beispiel persönlich bin immer jemand, der schnell ausführt. Okay. Das ist natürlich uncool. Das Blöde ist, der Spuckball tut weh. Er tut auf jeden Fall weh. Und du bist ein Geist-Pokémon, das mir gar nicht gefallen will. Jetzt muss ich natürlich mal... Was mache ich jetzt? Das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, was du da gerade machst. Das ist eine blöde Situation für mich. Etwas? Ja. Weil ich möchte dich auswechseln, aber ich kann mal gar nichts gegen dich machen. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Golbat hält sogar noch ein bisschen was aus. Was dieser Evolit einfach alles ausmacht, ne? Mhm, na klar. Vor allem auch, die Evoliten-Pokémon sind einfach cool. Ich finde sie einfach alle cool. Golbat ist natürlich eins der besseren mit den defensiven Stats. Aber was es aus Pokémon wie Porygon 2 und Chimera macht, das sind... das ist ein Monster. Oh, ist eigentlich nicht meine Taktik, so zu stallen. Aber ich glaube, ich muss, wenn du die Erholung drauf hast, die jetzt dann langsam rausholen aus dir. Aber das Blöde ist, du kriegst irgendwann den speziellen defensiven... Spätstep Drop. Ja. Das ist nicht es ist unvermeidlich. Schauen wir mal. Aber solange der gute Dachbewohner das hier tankt. Ich glaube, ich kenne deinen vierten Move noch nicht gerade. Ich bin mir aber nicht sicher. Was habe ich bis jetzt eingesetzt? Superzahn, Toxin. Ruheort. Und Ruheort. Und Defog. Ah, verdammt, ist da. Ich hätte nicht mitdenken müssen. Ich habe. Der Defog war mir aber auch gerade eingefallen. Okay, ja, dann. Die ersten drei hatte ich auch so noch im Kopf. Ja. Ich habe dir alle meine Taktiken gezeigt, Wladimir. Jetzt bist du dran. Ja. Wladimir am Zug, Wladimir tut. Oh, der Schwur ist gut. Oh, das war schon wieder ein Reim. Wir sind heute so kreativ. Wir sind kreativ, das sage ich euch. Unglaublich. Oh, okay. Hallo, Felix. Hast du es getan? Und du bist in dein Hundemon gegangen. Interessant. Ja. Ich weiß gar nicht, kann Hundemon Betrohr? Nein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, kann es nicht. Aber du gibst mir Mega Hundemon eine Chance, das ist schon... Ja. Ist übrigens, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich es competitive benutze. Ich weiß nicht, wie schnell es ist. Ich habe jetzt einfach darauf gehofft, dass Digaspy schneller ist. Digaspy ist nie im Leben schneller. Digaspy! Nicht schneller. Du überlebst das! Tank das! Nein! Okay. Mega Hundemon, ich weiß, dass Mega Hundemon irgendwie eine 100er Base oder sowas hat. Hundemon ist, glaube ich, auch schon bei 80. Ah, okay.
Und Mega-Hundemon ist dann bei 100 irgendwas, oder? 100 oder 110, glaube ich. Ah, okay, ja. Jigglypuff hat 78, also hättest du jetzt nicht Innate Investment und so, dann hätte ich dich vielleicht sogar outspeedet, darauf habe ich jetzt gehofft, aber... One does not simply play Hundemon ohne Innate Investment. Das versuchst du. So, so. Mein dunkler Plan? Dein dunkler Plan. Wow, mein Bildschirm ist eingeschlafen, das ist aber auch schon lange nicht mehr passiert. Mhm. Ich hoffe, versieht man dann was in der Aufnahme? Ich hoffe es doch. Ja, ja. Aber ich werde wahrscheinlich meine Maus rum... Wie soll man sagen? Schwingen sehen, aber die werde ich wahrscheinlich dann rausschneiden. Kann man das im Nachhinein einfach so... Das, ja, ich nehme ja mit Camtasia aus, da kannst du sehen, da ist die Maus so ein eigenes Feld in der Hinsicht. Aha. Kannst du einfach raus tun. Ist sehr praktisch. Das ist praktisch, das stimmt. Ja. Ja gut, bei normalen Programmen, was wäre denn das für eine Arbeit? Mhm. Für jede einzelne Frame so ein Ding raus. Aber ja, zum Glück geht das. Das ist praktisch. Tust du das, was ich denke? Nein, tust du nicht. Ach doch, tust du, aber das kommt erst nach dem Wechsel, oder? Ich weiß nicht, ob Mega ein Vorwechsel ist. Ganz doch, offensichtlich okay. Nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte eigentlich erst Mega und dann Wechsel. Das ist jetzt unpraktisch. Eigentlich wollte ich Megaturto kopieren. Ah, okay. Ah, stimmt. Mein dunkler Plan. Natürlich habe ich das gewusst. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt noch die Verwirrung kriege, dann haben wir die Hexe im Kampf. Oh, das ist einfach Saupulki, ne? Ja. Das mit Dittos HP, das will was heißen. Ist schon lustig. Ich gucke mir jetzt so nach und nach von deinem ganzen Team die Moves. Ja, ja, klar, an. Das meine ich. Das ist blöd. Da weißt du mein komplettes Moveset irgendwann und ich kann nicht keine Überraschungsmomente. Das ist bei Turtok relativ offensichtlich. Das sind halt alles. Ich habe da keine Überraschung drauf. Ist halt alles so Standard-Set. Ja. Ich hätte jetzt höchstens noch Rapid Spin haben können. Das ist halt die Sache. Ja. Aber da du ja. Natürlich hätte ich damit dich dann gekillt mit meinem stärksten Angriff. Ja, klar, auf jeden Fall. Choice Bandit Turbo Trio von Mega Turtok. Ja, es kann jetzt Items tragen. Ja. Das können eure Turtoks nicht, oder? Bitch. Ach, das ist doch alles Kacke. Das ist ein spannender Kampf auf jeden Fall. Ganz ausgeglichen bis jetzt. Und da wechselt er zurück. In seinen Rosigraf. Schwabbelschlurf. Bitte schön. Okay. Schwabbel hat nicht ganz reingepasst, deswegen eine Abkürzung, oder? Ja, das musste sowieso etwas gekürzt werden. Die Cs fehlen. Du bist auf jeden Fall offensiv. Quatsch. Das hat viel zu viel Schaden gemacht. Aber viel zu viel Schaden hat das gemacht. Ah, ich glaube, du kannst Gigasauger. Ich glaube, du kannst Gigasauger. Aber 100% sicher bin ich möglich. Es kann's lernen. Okay. Ist jetzt die Frage, ob ich es kann oder nicht. Du kannst es doch eh, du bist der King. Jetzt habe ich wieder, du kennst ja mein Moveset, ich habe die Qual der Wahl. Aber so alles in allem, würde ich sagen, sieht gar nicht so gut aus für mich gerade. Oh, das war knapp. Und Genesung. Ich sag, es macht viel zu viel Schaden, ne? Bist du speziell defensiv? Also, wenn du mir das jetzt gerade sagen willst, was ich... Ich bin physisch defensiv, das ist das Problem. Ah, okay. Ja, klar, verstehe ich. Deswegen, ich dachte mir sofort. Aber es ist immer ein defensiv, oder? Mit HP dann wahrscheinlich. Ja. Muss ja. Kann's ja gar nicht anders. Also, ja gut, man kann es auch offensiv spielen, aber... Braucht man eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht auf den Spezialangriff jetzt auswendig von Mega Turtok. Ich glaube 135 die Base. Ich habe gerade ein echtes Problem, möchte ich mal so sagen. Das ist immer die Situation, man will nichts opfern, aber man muss irgendwas reinschicken. Ne? Das ist das Blöde. Und da ist Ditto wieder. Okay. Jetzt hast du aber Mega Turtok kopiert. Ja. Jetzt hast du es getan. Jetzt habe ich es getan. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden das jetzt macht. Ein bisschen was wird's machen. Boah, es tut einfach weh. Es tut weh. Ja, Dittos HP sind halt einfach echt scheiße. Maximal Investment kommst du auf 100, auf Level 100, dann auf 300 KP. Naja, das ist auch nicht gerade das Gelbe von daher. Ist in Ordnung für Sweeper jetzt, aber... Es hat halt keine guten Defensivwerte.
Kein Flinch. Ach, oh, schade. Puh. Das wäre die letzte Hoffnung gewesen. Ja, jetzt habe ich... So, Ditto ist damit tot. Okay, dann kann ich... Jetzt kann ich mir sicher sein, dass meine Movesets geheim bleiben, beziehungsweise die, die ich noch nicht revealed habe. Also ich glaube nur noch Excadrill? Excadrill und Torbutz. Ah, stimmt, stimmt. Stimmt, die habe ich beide noch nicht reingewechselt. Mhm. Ah, okay. Uiuiuiuiui. Deathmatch. So, das war's von Turtok, aber es hat gute Arbeit geleistet. Okay, ein Crit. Ich glaube aber jetzt nicht, dass der gemattert hat. Ich denke nicht. Ja. Dead Sash Kadrill. Das ist keine schlechte Situation für mich. Okay. Du würdest nie im Leben Excadrill da reinwechseln, wenn du keinen Sash hättest. Oder Scarf. Gut, du hast einen Sash. Bist du dir sicher? Ja. Sicher? Ja, weil ich dich sonst gewandschottet hätte. Wärst du schneller gewesen als ich? Ja, natürlich. Echt? Ohne Scarf, natürlich. Dann habe ich so viel Glück gehabt. Dann habe ich richtig viel Glück gehabt. Hast du nicht gerade vor uns etwas gesehen? Ein gewisses Item, das immer am Anfang des Kampfes auftaucht? Ich habe gerade nicht drauf geachtet, tatsächlich. Okay. Ich habe den Sash drauf, denk dran. Ach so, ach, yes, Ding, okay. Denk an mein Sash. Ja, ich denke an mein Sash. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das war's. Das ist immer ein Exadrill. Ja. Ah, okay. Dann bleibt mir eigentlich nur eine Option jetzt. Ich war gerade zu sehr damit beschäftigt, Initiativen nachzuschauen. Mhm. So. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ein Einzug in die Ruhmeshalle. Diese lustigen Infos immer. Blöde Situation. Mhm. Aber ganz ehrlich, warum hast du eben Excadrill dann reingewechselt, wenn du weder Sash noch Scarf hast? Weil ich dachte, ich wäre schneller. Ich habe vollkommen vergessen, dass das Ding irgendwie 88 hat oder so. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mega Glück gehabt. Ja. Naja, gut. Ist immer noch die Sache, ob ich dich tatsächlich hätte one-shotten können oder ob andere Dinge passieren. Oder ob du flinchst oder ähnliches. Weiß man ja nie, wenn es ja nicht passiert. Ja, gut, dafür. Ach Gott. Oh, 11 Entwicklungen. Doch so viel. Ja, ganz viele. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Überlegen. Das war's von dir. Wenn du jetzt auf den Ränkeschmied gehst, so, dann sage ich GG. Wenn du jetzt ja, auf den ja, hätte ich tun sollen. Oh, es trifft auch. Gut. Ja. Ah gut, das ist jetzt keine Hex. Das ist keine Hex. Ich hätte Parasek wäre nächste Runde dann gestorben. Aber du hast den Feuersturm drauf. Das gibt mir nochmal eine kleine Chance. Ja. Weil der das Problem ist, der Flammenwurf würde gegen Excadrill vielleicht nicht reichen. Ah, hast du den auch noch drauf? Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber wenn ich Flammenwurf statt Feuersturm hätte. Mhm. Das erste Mal, dass dein Typing gut ist. Mhm. Jetzt habe ich keine guten Attacken gegen dich. Nee, was hat Torbutz so gegen ein Hundemon? Leider kein Surfer gerade. Power-Punch. Ah, mein dunkler Plan. Du, ich hab ein physisches. Ah, okay. Ja, klar, kann man spielen, hat ja auch Knockoff und so. Was ist das Tanke? Alter, wie es nicht reicht. Nein! Ich hab eine Offensivfeste draufgewestet. Ah, oh, schade. Ah, okay. Jetzt hätte ich guten Schaden machen können.
Na gut, mittelmäßig. Ja gut, hätte schon Schaden gemacht, aber auch so. Ja, jetzt glaube ich, habe ich verloren. Weil jetzt kann mein... Der wird natürlich sehr gemeddert. Natürlich. Ah, das ist jetzt blöd, das ist jetzt blöd. Das ist tatsächlich jetzt unpraktisch. Entweder alles oder nichts, oder ich riss... Ja, ich glaube, ich spiele erstmal ein bisschen safe. Dachbewohner. Hallo, Dachbewohner. Hallo. Ah, das ist jetzt blöd. Dann hätte ich Schaden gemacht und dann hätte ich eine bessere Chance. Ah, was soll man machen, ne? Oh, Ränkeschild. Okay, ich glaube, das war's langsam, weil... Ja. Ich weiß ja, was du kannst und du kannst mich mit Golbert nicht umbringen. Ja, das hätte ich jetzt anders lösen müssen. Eventuell ja. Beziehungsweise, du kannst mich umbringen, aber das dauert ein bisschen. Ja gut, das ist verloren, weil dann killt mich die Finsteraura jetzt. Das war ein Missplay. Ich hätte jetzt Stahloporell wechseln müssen und auch darauf hoffen müssen, dass der Feuersturm misst. Ich hätte den Feuersturm nicht gemacht. Was hättest du gemacht? Hast du Flammenwurf noch drauf? Ich habe den Flammenwurf nicht drauf, aber ich habe einen Abgangsbund. Dann wäre Stahlobor sicher weg gewesen und... Achso, gut, Feuerwehr, ja, dann hast du auf jeden Fall... Ja, dann hättest du auf jeden Fall verdient gewonnen. Aber mein Evil-Masterplan im Kampf kam gar nicht durch. Was wolltest du machen? Das Corphagrigus hat einen Fluchtknopf. Aus einem gewissen Grund. Ah, Mumie Lethargic, ja. Richtig. Das dachte ich mir auch, als ich es jetzt so zum ersten Mal gesehen habe. Jetzt siehst du einen Luftballon. Das ist so eine, ja, das ist so eine beliebte Kombo. Ja, klar. Okay, das war's von dir. Exodrill. Du hast da nichts gemacht, aber du warst cool. Doch, du hast einen Pokémon gekillt, aber ja, GG auf jeden Fall. Ja, der Missplay. Mein Gott, Hundemon hat mal was gerissen. Hundemon, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mein Missplay, der Flinch war jetzt so weniger bestimmt, weniger. Ja, gut. Ich hätte wahrscheinlich die gleiche Play gemacht, also auf jeden Fall verdient der Gast. Was hättest du mit Torbutz dann gemacht? Zauberschein, und der hätte jetzt vielleicht, ich würde mal sagen, 50-60% gemacht. Ja, ist halt auch nur normaler Schaden. Ne? Ja, genau, deswegen. Das war alles blöd, deswegen habe ich auch gesagt, oh, jetzt hilft die Typen-Kombo, weil der Feuer, diesen Feuertypen resistest du dann. Ja, stimmt. Ja, aber auf jeden Fall. War ein super Kampf, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, Leute, ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Mifil vorbei, das werdet ihr eh schon getan haben, aber macht's einfach. Möglicherweise. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auf seinem Kanal wieder. Ansonsten gebe ich dir das letzte Wort und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.